Warum habe ich Drakensang Online schon so lange keinen Besuch mehr abgestattet und was geht gerade ab in dem Spiel? Diese Fragen werden im heutigen Video erklärt, beziehungsweise geklärt. Im Hintergrund ein bisschen Gameplay. 5 gegen 5 Eroberung der Flagge. Ich habe eben, keine Ahnung, 5, 6, 7 Runden gezockt. Waren eher 5. Und irgendwelche davon werde ich schon passend zur Länge des Gameplays, beziehungsweise des Videos reinschneiden. Also. Kürzlich hat Draksang Online sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert, mit einem fetten Event, welches meiner Ansicht nach gar nicht so schlecht war. Denn man konnte es zusätzlich zu den normalen Dungeons und so weiter und so fort parallel zocken. Es sind einfach bei normalen Monstern Eiöffner gedroppt und mit diesen Eiöffnern konnte man dann Eier öffnen. Wirklich Sherlock? Ja genau, so war das. Und in diesen Eiern waren dann diverse Items drin. Richtig schöne Essenzen mit Feuerwerk. Dann Kristalle der Wahrheit. Mit diesen konnte man sich bei einem Händler was kaufen. Und zum Beispiel Routen. Die Routen gab es dann, um Piñatas zu öffnen, die es in der Stadt bei jedem Händler gab. Beim Zumpe, der... Der die Kleeblätter anbietet, also das ist ein Angebot mit Kleeblättern. Dann bei Chris Mac, bei der Juwelierin, bei Zahi, also bei Knob, bei so gut wie jedem Händler gab es eine Pinata. Und je nach Händler musste man dafür zum Beispiel bei Zumpe 350 routen und bei anderen ein paar weniger ausgeben, um danach irgendein zufälliges Angebot aus dem Sortiment zu bekommen. Und zwar for free. So, ich habe ein Video zu dem Event gemacht und danach wurde mir relativ früh ein Bug erklärt, den es gab. Und deshalb habe ich jetzt bis zum Ende des Events kein Video gemacht, wo ich drüber rede und so, denn das ist der Strison-Effekt. Man sagt, ui, das ist schlecht und das wollen wir nicht haben. Und das bewirkt eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, hätte ich ein Video gemacht, wo ich mich über diesen Bug beschwere oder aufrege oder was auch immer. Dann hätten noch mehr Leute davon Wind bekommen, den Bug herausgefunden und ihn ausgenutzt. So, also der Bug, äh, im Grunde genommen lief er folgendermaßen ab: Man lockt sich, also man öffnet die Pinata, lockt sich im richtigen Moment aus, nachdem man das Item gelootet hat, lockt sich wieder ein und hat keine Routen verbraucht. Klickt an, lootet, lockt sich aus. Und lockt sich wieder ein. Keine Route verbraucht. Und das ganze Spielchen konnte man zehn Tage lang durchgehend machen. Was bedeutet das nun? Bei der Juwelierin hat man Edelsteine bekommen. Und zwar alle. Das heißt, da dieser Bug relativ flott ja, stattgefunden hat, den konnte man relativ flott durchführen. Und wer ein bisschen Ahnung hat, also mit ein bisschen Recherche hätte das sogar ich noch irgendwie auf die Beine bekommen. Von automatischen Clickbots oder so. Der kann das dann so programmieren, dass dieser Bot 24, 7, 10 Tage lang farmt. Dann hat man alle Edelsteine auf, keine Ahnung, königlich oder so. Perfekt von mir aus. Oder hast du nicht gesehen, heilig. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich starke Edelsteine im Wert von 4- bis 5-stelligen Euro-Beträgen und das ist kein Witz. Und dann nicht zu vergessen, Zumpe. 350 Routen benötigte man, um die Pinata bei Zumpe zu öffnen. 350 Routen sind richtig teuer, wenn man sich die gekauft hätte. Beziehungsweise ein richtig immenser Farmaufwand. Und wer viel gezockt hat, hat in dem Event vielleicht, keine Ahnung, 3, 4, 5, lass es 5, lass es 7 sein, 6, 7, wie auch immer, von diesen Pinatas fairerweise öffnen können. Und. Alle anderen, oder nicht alle anderen, aber die Bug-User mussten einmal 350er farmen und konnten dann bis zum St. Nimmerleins Tag dort farmen und haben jetzt alle Kleeblatt gaukler edelsteine auf Rang 3. Und das kann man normalerweise nur nach dem Einsatz von, und das kommt noch dazu, von fünfstelligen Euronen erlangen, indem man dann mit Andermant beim Gaukler setzt und noch mehr setzt. Und irgendwann bekommt man mal ein Kleeblatt und da braucht man 10 davon. Für einen Stein. Dann kombiniert man drei von diesen Steinen zu Rang 2 und dann drei von den Rang 2 Steinen zu Rang 3 und man kann fünf davon pro Item tragen. Fünf in den Schuhen. Die laufen dann richtig schnell. Fünf im Torso. Fünf in der Halskette. Das heißt, es gibt jetzt einige, einige, einige Charaktere, die haben einen Gegenwert von, manche haben da irgendwas ausgerechnet, 30.000 Euro. So als Beispiel jetzt. Und das ist heftig. Das ist heftig und wenn man jetzt so chronologisch zurückdenkt, die Bugs in Drakensang, alles was es bisher gab, das war Kleinkram. Das war nicht mal ein Hauch eines Bugs im Vergleich zu diesem Pinata-Bug. Es gab den Mortis-Bug. Da konnte okay, da konnte man eben zwei, drei Tage lang ganz, ganz viele legendäre Items und Uniques farmen. Gut. Dann gab's, es gab viele Bugs. In der Vergangenheit einen Drakenbug gab es mal, da haben sich manche Leute 50.000, 60 60.000 Draken erspielt. Ja, damit waren sie jetzt auch keine übertriebenen Charaktere. Aber das das hat sozusagen alles gegeben, was man haben kann. Das wäre so, als ob jemand eingibt, keine Ahnung, so einen Chatbefehl, slash Best Char Level 50. Fertig. Und das ist krass. Jetzt denken wir zurück, es gab den Level 50-Bug damals bei Tragern, der war nicht so schlimm, denn äh, auf Level 50 zu leveln ist jetzt nicht so heftig. Da haben sie nichts unternommen. So, und wenn man sich das als Spieler ansieht, so, was ist in der Vergangenheit passiert, dann könnte man vielleicht so meinen, ja, die werden da jetzt auch nichts dagegen unternehmen. Ich meine, was ist da los? Das haben sie bisher nie getan. Und dann erst mal der Schock. Wow, 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 mein Herz ist in die Hose gerutscht, ernsthaft. Gab's im Forum. Ein Thema namens Event-Bug-Lösung. Ach so, äh, noch, noch ein anderes Thema, welches schon sehr früh von Longus Tertius eröffnet wurde oder Longus Primus, wie er im Forum heißt, am 15. August. Das heißt, ist jetzt schon länger als eine Woche her. pinata bug im Geburtstagsevent. Wurde einfach geschrieben, hey, macht was dagegen oder beziehungsweise er wollte damit die Mods irgendwie darauf aufmerksam machen. Dieses Thema im Forum umfasst bereits 56 Seiten. Nach nur wenigen Tagen. Und das ist, das ist heftigst. 56 Seiten. Wie viele gibt es denn da pro Seite? Wie viele Beiträge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow. 15, 16, 17, 20 pro Seite. Das mal 56. Also, das ist übertrieben. Das heißt, das Thema hat definitiv den Nerv von vielen Spielern getroffen, weil das einfach brutal ist hier. Mit dem Bug using. Okay, und auf jeden Fall gab es dann am 16. August im Forum ein Thema von einem Moderator. Und da will ich, ich will nicht den gesamten Beitrag vorlesen, ich kann ihn kurz einblenden. Aber eine Stelle ist da besonders interessant, es geht eben um den Bug. Unglücklicherweise müssen wir euch mitteilen, dass es in diesem Fall keine Konsequenzen haben wird. Also erstens. Soweit ich weiß, Moment, das muss ich kurz nachsehen. Lief am 16. August das Event. Noch einen Moment, das, wär, das wäre ja jetzt die Höhe. Moment mal ganz kurz. Events im August. Und zwar, das wäre ja brutal. Yo! What the hell? Bis 21. August ging das Event. Das heißt, vor zwei Tagen war es zu Ende. Und am 16. August. Ach so. Wurde mit dem Patch am 16. auch ein Fehler. Ach so, der Fehler wurde dann beseitigt. Naja, okay, weiß man nicht so recht. Das heißt, eine Woche lang konnte man das durchführen. Sorry, das habe ich, hab ich jetzt. Ist schon länger her, als ich das gelesen habe. Auf jeden Fall. Unglücklicherweise müssen wir euch mitteilen, dass es in diesem Fall keine Konsequenzen haben wird. Was? Da haben Leute Charaktere im Wert von 30.000 Euro und es wird keine Konsequenzen haben? Aber ich habe so nochmal den Satz gelesen. Unglücklicher Weiter... Ich muss mich irgendwo verlesen haben, oder es muss ein Tippfehler sein. Das kann nicht sein! Dann habe ich weitergescrollt und irgendwann wurde dann geschrieben, okay, wir prüfen das nochmal. Dann wurde nochmal geschrieben, ja gut, ja, wir werden uns drum kümmern. So, und jetzt wird man sehen, wie es weitergeht, ob und wie und wann die Leute gebannt werden. Ist natürlich so eine Sache, das jetzt herauszufinden. Äh... Da könnte es erstens auch sehr viele faire Spiele treffen. Sagen wir mal, jemand hat Power gefarmt und irgendwie 10 von diesen heftigen Pinatas geöffnet. Aber es können auch die, die den Bug nur gemächlich genutzt haben, die können fein davonkommen. Beispiel, die haben eben 10 bis 20 Mal diesen Bug eingesetzt bei der heftigen Pinata und dann 50 Mal noch bei dem Juwelier und so. Das fällt vielleicht nicht so auf. Hingegen, wenn jemand echt tausend Pinatas über Nacht in automatisierten Abständen mit Clickbot und so, da kann man das leicht herausfinden. Aber ansonsten, da wird definitiv entweder es werden faire Spieler auch gebannt oder es werden nicht alle Bug-User gebannt. Und das ganze Thema, das ist einfach brutal und keine Ahnung, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich die Arena betreten habe. Also wenn da jetzt schon noch mehr Chars rumlaufen. Es gibt vereinzelt Charaktere, die sich das alles erkauft und erfarmt haben. Aber jetzt wurde praktisch jedem Tür und Tor geöffnet, um einen der besten Chars, die man in diesem Spiel haben kann, innerhalb von einem Event über Nacht per Clickbot zu erfarmen. Also das ist einfach brutal. Ich weiß nicht, wieso ein Fehler... Schon wieder mal ins Spiel kommen konnte. Und dann, ich, ich verstehe diese Einstellung nicht. Ich, das muss ich ehrlich sagen, ich, ich war zutiefst enttäuscht irgendwie vom Ausgangspost. Unglücklicherweise wird es in diesem Fall keine Konsequenzen haben. Ich meine, was ist denn das für, für ein Signal, welches man für zukünftige Bugs rausschickt? Das geht doch nicht. Ja Leute, holt euch Level 50 durch einen Bug, holt euch vielleicht 10 Jahre Premium durch irgendeinen anderen Bug, holt euch den besten Charakter durch Bug. Es ist uns egal. Wir kümmern uns nicht drum. Es. Ihr könnt machen und tun, was ihr wollt. Die Fernspieler, die bleiben dann auf der Strecke. Ich meine ganz ehrlich, wer hat Lust zu farmen? Jetzt irgendwo stundenlang für 500 an der Mand und dann ein paar gute Edelsteine zu farmen, wenn er das alles mit diesem Event durch den Bug so hätte machen können. Also, und das ist der Grund. Warum ich mich gerade nicht in die Welt von Dracania blicken lasse, ich, das, das geht einfach nicht. Das ist viel zu brutal. Keine Ahnung. Also ich werde mir das in Zukunft weiter ansehen in den nächsten Tagen, was da so passieren wird. Vielleicht gibt es ja von mir dann noch ein Update dazu oder wenn irgendein Event kommt, mal ein Video. Ein ganz normales Video, wo wir einfach so tun, als würde dieser Bug nicht existieren. Aber Schilling, du kannst doch einfach die Arena jetzt vermeiden und ganz normal weiterzocken. Ja, also keine Ahnung, das ist irgendwie. Ja, ich, ich denke nicht, dass ich äh, da alleine bin mit dieser Ansicht, dass das einfach nicht klar geht. Auf jeden Fall, das war's mit diesem kleinen Infovideo zu Drakensang Online. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, dass es einfach beim nächsten Mal weitergeht. Oh, Oh.